Sie gehören zu unserem Alltag. Punkte auf Kleidern, beim Sport und klar beim Schreiben. Wir lieben Punkte einfach, aber lieben wir auch alle Punkte? Nee, wohl kaum. Eigentlich nicht. Nein, absolut nicht. Nein. Wer Punkte in Flensburg hat, der hat weniger Grund zur Freude. Heute machen wir aber mal eine Ausnahme und singen Happy Birthday to you. Nicht die Punkte, sondern das Vereignungsregister, die Verkehrssünderkartei, die wird heute sagenhafte 60 Jahre alt. Am 2. Januar 1958 erblickte das Register die Welt und hat seitdem nur einen Sinn, die Straßen sicherer zu machen durch ein einfaches Mahnsystem. Es ist ja so, dass die Punkte eingetragen werden, also alles, jeder Verstoß über 60 Euro ist ja mit einem Punkt verbunden und so häuft sich halt das Punktekonto dann von den Verkehrssündern. Und bei 8 Punkten ist es eben mittlerweile so, dass der Führerschein schon weg ist. 1974 wurden wir Fußballweltmeister. Was kaum einer noch weiß, in diesem Jahr wurde auch das Punktesystem eingeführt. Genau, Frechheit. Es geht um die Punkte, über die wir uns ärgern. Rund 8,6 Millionen Punkteinhaber gibt es. Und diese Zahl ist konstant über die Jahre hinweg. Und was glauben Sie, wer da die Mehrheit bildet? Die Männer natürlich, logisch. Ich kann nur zustimmen, weil das meine Frau ist. Naja, ich würde sagen, es ist ausgeglichen. Es gibt sowohl als auch kleine Sünderlein. Männer, weil sie schneller fahren. Die Männer, weil sie zu schnell fahren. Mein Mann wird öfter geblitzt, ja. Ach Mist, es ist tatsächlich kein Klischee. Und vor 2 Jahren, da waren es 6,6 Millionen Männer und nur 2 Millionen Frauen, die Punkte sammelten. Und manch einer versuchte sich anschließend mit den verrücktesten Ausreden zu retten. Man hat auf dem Foto gesehen, er hat auch noch ein Handy in der Hand. Und das war auch sehr deutlich zu sehen. Und er hat dann auf seinem Anhörungsbogen als Einwände gebracht, dass es ein Wiener war. Oder die Backe wird gekühlt. Also der hat angeführt, dass das Verkehrsschild nicht beleuchtet war. Das ist kein Handy, was genutzt wurde, ne, sondern es war eine Packung Taschentücher. Hihi, geklappt hat's nicht. Und so landeten sie im Vereignungsregister. Das wird heute also 60. Ob die Rente mit 67 auch dafür gilt? Nee, würde ich nicht sagen. Nö, und das ist auch gut so. In diesem Sinne alles Gute, liebes Vereignungsregister. Und auf das wir uns lange, lange Zeit aus dem Weg gehen.